Willkommen zurück im Demi-Château. Ich bin Amadeus und ich renoviere ein Schloss in Südwestfrankreich, ein halbes Schloss, und baue es um zu einem Bed and Breakfast. Wir sind in der Suite, in dem größten Zimmer, das sich anbieten werden kann. Und es ist das reinste Chaos. Deswegen ist es das letzte Zimmer, was mir noch fehlt, was ich noch irgendwie ausmisten muss, beziehungsweise ich habe eigentlich schon mega viel gemacht in diesem Zimmer. Das Zimmer ist eigentlich schon fast fertig. Es braucht tatsächlich nur noch einmal so ein bisschen ausmisten, so ein bisschen schauen. Ich will noch ein Kopfteil bauen fürs Bett, und solche kleine, viele kleine Details, die einfach gemacht werden müssen jetzt. Auch nochmal grundrein gereinigt werden muss hier im Zimmer. Und wenn das geschehen ist, dann ja. Aber bis dahin muss ich ein bisschen aussortieren hier und schauen, was wir alles brauchen und was nicht, weil das ist einfach so das absoluteste Chaos hier gerade. Bist du mit auf Video? So oft verändern sich Pläne und diese zurück in der Junior Suite, und ich dachte mir, ich habe diesen Schrank, der einfach super massiv ist und echt hässlich, und ich würde den gerne mal abschleifen und neu lackieren und erstmal schauen, wie der überhaupt abgeschliffen aussieht. Vielleicht sieht der abgeschliffen ja schon viel schöner aus als jetzt gerade. Ansonsten habe ich mir auch überlegt, vielleicht stellen wir die Junior Suite nochmal um. Und jetzt habe ich hier erweitert und hier noch ein bisschen mehr Stuck dazu getan und solche Sachen. Ja, und schauen wir mal, wie wir das hier gut hinbekommen, ne? Ich würde sagen, los geht's. Lass uns das probieren. Vielleicht stellen wir es ein bisschen niedriger erstmal. Hände vibrieren noch immer. Wir haben echt einen guten Teil geschafft. Ich glaube, das heißt, ich glaube, den Rest muss ich jetzt per Hand machen. Und genau das werde ich jetzt tun, weil jetzt auch in 2 Minuten Mittagspause ist und dann darf ich eh keinen Krach machen. Deswegen ist per Hand jetzt am besten. So, ihr Lieben, dann streichen wir doch mal diese Wand und dann ja, muss ich mal schauen, ob ich mit dieser Platzierung tatsächlich so zufrieden bin, wie sie es jetzt gerade steht. Aber mal sehen. Erstmal will ich die Wand streichen und dann würde ich gerne ja, mich um den Schrank kümmern. Aber erst Wand, dann Mittagessen, dann Schrank eventuell. Nachdem ich das jetzt abgeschliffen habe und abgelaugt, sieht das schon echt ganz gut aus. Und jetzt dachte ich mir, eigentlich will ich den gar nicht streichen, weil jetzt sieht der eigentlich ganz schön aus. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich habe hier dieses Black Bison von Libero. Und das ist nochmal ein Schutz, der ist ohne Farbe. Den gibt es auch in verschiedenen Holzfarben, aber dieser, den ich gekauft hatte, ist ohne Farbe. Den tragen wir jetzt noch da drauf auf. Das ist wie so ein, ja, wie so eine Art Wachs, was da noch drüber kommt. Und dann versiegeln wir die ganzen Flächen damit. Und das war's dann. Und hoffentlich sieht es dann gut aus. Das Ganze kann man mit dem Pinsel oder auch mit einem Tuch auftragen, was ich jetzt mache. Und dann tragen wir das hier auf und versuchen jetzt auch wirklich in jede Lücke hier reinzukommen. Zwei bis vier Stunden muss das Ganze jetzt trocknen. Ich hatte zwar überlegt, ob ich jetzt einen neuen Schrank kaufe dafür, der so mehr meinem Stil entspricht, aber gleichzeitig muss ich sagen,
das entspricht halt nicht so meinen ethischen Grundsätzen, dass ich eigentlich versuchen möchte, so viel es geht, in diesem Haus auch wieder zu verwenden. Jetzt muss alles noch einziehen. In den letzten Wochen war die Suite leider meine Abstellkammer für jeglichen Mist, der hier so angefallen ist in der Baustelle des zweiten Stocks. Das wollte ich jetzt langsam beseitigen, um das vorzutreiben hier, das Makeover der Suite. Langsam lichtet sich der Spaß hier. Ich habe schon ein bisschen was runtergetragen. Wie ihr seht, es ist schon ein bisschen besser. Was ich jetzt tatsächlich gerne machen wollen würde, ist, ich meine zu glauben, ich hätte es schon ausprobiert, diesen Schrank in die Ecke zu stellen. Aber irgendwie finde ich den Schrank hier, wenn man gerade so reinkommt, es ist alles so, ich weiß nicht, gefällt mir nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen zu eng. Und dafür ist aber irgendwie so dieser Leerraum da entstanden. Deswegen will ich jetzt mal probieren, das mal rüber zu schieben. Und dann sehen wir uns das mal an, wie das aussieht. Da sind noch die ganzen alten Bodenleisten. Irgendwie weiß ich auch nicht so recht, was ich von den Stummdienern halten soll. Irgendwie denke ich mir, ja, könnte praktisch sein, vor allem wenn man auch seine Handtücher hier aufhängen möchte. Andererseits denke ich mir, I don't know. Ach, huh. Das ist ein Workout. Hier ist halt das Problem. Hier ist alles krumm und schief. Ne? Irgendwie ja, irgendwie nein. Nicht wahr? Ich bin mir nicht so sicher. Ich meine, der müsste halt echt krasses so noch da. Irgendwie gefällt mir das alles nicht. Ja, weil jetzt ist so ein Klumpen hier entstanden. Ich zeig euch mal. Ich weiß echt nicht, wohin damit. Dieser Schrank ist irgendwie so ein... Dieser Schrank ist so ein Monster, aber gleichzeitig irgendwie nicht. Und... Lass uns mal den Spiegel kurz abhängen. Zwar ist hier noch immer so eine tote Ecke, aber vielleicht können wir da irgendwas reinstellen. Der Stummdiener. Erstmal. Erstmal. Es gibt so Dinge, die einen immer mal wieder stören. Und das ist genau dieses Bild. Das hing schon so an diesem Haken. Aber guckt, das ist nicht zentriert mit dem Bett. Oh, und das hing schon auf der anderen Seite nicht zentriert mit dem Bett. Das macht mich wahnsinnig, sowas. Wie sieht es bei euch aus? Was ich mir jetzt überlegt habe, ist bis hierhin ein Kopfteil zu bauen. Aus diesen Platten bauen, tatsächlich den Unterbau für das Toile aus diesen Platten von den Bädern. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich verlinke euch das Video gerne. Damit habe ich die Bäder verkleidet, also beziehungsweise neben den Duschen. Und die lassen sich so ineinander stecken. Eigentlich ein ganz praktisches System. Die sind wie so ein Fliesenersatz. Und dann stecken die ineinander. Und wenn ich die so zusammenstecke, und dann dachte ich mir, dass ich die einmal hier so zusammen mit einem Tacker, zusammentacker. Und dann kann ich die beziehen mit dem Toile. Und dann klatsche ich das Gesamte an die Wand. Wahrscheinlich werde ich es noch ein bisschen mit Kleber unterstützen. Mal sehen. Einfach nur, um sicher zu gehen, wenn man sich dagegen lehnt, dass es genau dort bleibt. Aber damit kann ich ein bisschen Material recyceln. Ich muss nichts Neues kaufen, sondern alles, was da ist. Und es ist auch so ein... Es ist nochmal so eine unterstützende Wärmegeschichte. Also ich finde das eigentlich, glaube ich, ganz cool. Jetzt war ich tatsächlich immer im Überlegen, ob ich das nicht nochmal drehe. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es cool mit dem Bett hier, aber es war auch cool, wenn man reinkommt und dieses schöne Bett sieht. Und wenn ich mir denke, das Bett und dann noch so ein Toile und
könnte schon sehr cool aussehen auf dieser Wand, die hinter euch ist. Wenn man reinkommt, weil man kommt ja dann hier rein, dann ist es mehr so lalalala und so kann man dann auch im Sessel sitzen und vielleicht ein bisschen mehr rausgucken. I don't know, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht muss ich es einfach mal probieren und nochmal alles umherschieben. Ah, so Freunde, ich glaube, mir gefällt das so am besten. Weil man, wenn man jetzt auf dem Bett sitzt, den See sieht. Und das finde ich einfach so wichtig. Hinter mir seht ihr schon, ich habe die Platten gerade schon zurechtgeschnitten. Jetzt werde ich die zusammentackern, dass die eine Fläche ergeben. Und dann können wir das alles beziehen. Ich habe den Stoff hier schon, das Toll. Ja. Und dann können wir das drauf beziehen und dann können wir das Ganze an die Wand bringen. Ich würde sagen, c'est parti! Ich habe das Ganze mal zusammengetackert hier jetzt. Und jetzt müssten wir einmal den das, der, die, das Toll auch gut ausbreiten. Ich habe tatsächlich einmal kurz gewischt mit dem Lappen, weil ich mir auch dachte, das ist irgendwie ein bisschen schöner. Es kommen gerade ganz viele Mitteilungen von euch. Von Instagram. Den restlichen Toll heben wir auf, wie immer. Das ist auch eine Jagdszene. Auch wieder mit dem gleichen Tacker. Bezogen ist es. Und jetzt werden wir das versuchen, hier dran zu nageln. Hält sogar besser als erwartet. Ein Hoch auf die Nagelpistole. Das ist wirklich mein Alltagsfreund. Es gibt tatsächlich nichts, was die Nagelpistole nicht kann. Das müsste eigentlich so halten. Vielleicht mache ich oben noch ein paar dazwischen. Sicher ist sicher. Lieber ein paar zu viel als ein paar zu wenig. Wer mir auf Instagram folgt, der hat diese beiden Schätzchen schon gesehen. Das sind die neuen Nachttischlampen. Die mache ich jetzt erstmal sauber. So, ihr lieben süßen Menschen, ich habe hier noch zwei Haken, die ich vor Wochen gekauft habe tatsächlich. In Ex-Syrien, das ist bei Limoges, da gibt es auch so einen großen Vide-Grenier. Und ja, da habe ich diese Häkchen gekauft, die ich sehr, sehr schön finde. Mal schauen, ob es hier so dran fokussiert. Boah, ich finde die so wunderschön. Und ja, die kommen als Pärchen. Und ich dachte mir, die könnte ich ja hier an die Wand machen. Dass wenn man seine Jacke aufhängen will oder noch irgendwas anderes, halt die Option hat, so ein bisschen was aufzuhängen. Weil da hat man ja auch noch ein Hängerle. Und so neben dem Spiegel und macht es irgendwie macht es die Wand so ein bisschen voller, habe ich das Gefühl. Meine große Kamera, die hier steht, hat leider gerade aufgegeben. Deswegen muss es mit dem iPhone weitergehen. Ich würde sagen, ich mache euch einen kleinen Timelapse, wie ich das Bett hier jetzt so beziehe. Ich habe bemerkt leider, dass ich zu wenige Kissen habe. Also große Kissen ja, aber so kleinere Kissen, um die noch so dekorativ drauf zu legen. Schwierig. Muss ich kaufen, wahrscheinlich. Und hier hängen die Häkchen. Voll cool, oder? Ich finde die so schön. Sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut.
Ich hatte jetzt noch Kissen gefunden und ich habe eine Decke von unten genommen aus dem Wohnzimmer, weil im Wohnzimmer brauche ich eh gerade keine Decken und da sind noch zwei Decken jetzt. Und jetzt habe ich noch gerade erst neue Leuchtmittel gekauft, bestellt bei Hue und die wollte ich jetzt hier einsetzen. Da brauche ich noch so einen Adapter für die Lampe, aber diese Lampe geht ohne Adapter. Können wir das hier schon mal reindrehen und anschalten? Ich setze mich mal hin, gleich mit der Hue-App verbinden. Ich hatte euch das schon mal im Schlafzimmer-Makeover gezeigt, wie das geht. Das geht super einfach und tatsächlich finde ich nach wie vor, es ist ein super, super System, um Smart Home Anfänge zu machen und tatsächlich um einfach so viele Dinge einfacher zu machen in einem Haus. Und ich würde euch tatsächlich nur empfehlen, nur die Original Hue-Produkte zu kaufen, nicht mit Inner zu gehen. Ich habe hier auch Inner-Leuchtmittel, aber die sind leider nicht so toll. Ja, jetzt konfiguriere ich die. Gerade hat sie geblinkt, ne? Und hat dann angezeigt, dass sie bereit ist. Und ich sage, Bedside Table. Als nächstes würde ich gerne den Kronleuchter, der hier hängt, austauschen. Und zwar hatte ich nämlich bei meinen Nachbarn, die den Brookhound haben. I sound like a broken record, I know. Aber ich kaufe echt viel Sachen bei denen und die sind richtig gut und einfach günstig und es ist halt wirklich einmal aus der Haustür rausgehen. Da hatte ich einen wunderschönen Kronleuchter gefunden und das war jetzt eine Zwischenlösung. Und jetzt kommt aber die richtige, der schöne Kronleuchter. Das ist die Schönheit. Mein Freund macht sich schon über mich lustig, dass ich eine Abhängigkeit, nein, eine Obsession mit Kronleuchtern habe. Ja, habe ich. Aber so wunderschön. Wenn der letzte Kronleuchter hängt, vorerst. Viel hübscher. Ich habe hier noch diese Latten geholt, weil ich teilweise noch Stellen habe, die einfach nicht so schön sind vom Parkett verlegen. Weil die Räume natürlich hier alle so ein bisschen krumm und schief und naja, altes Haus halt nur sind. Deswegen muss man hier und da ein bisschen ausbessern. Und ich dachte mir tatsächlich, ich habe dieses Holz noch in der Garage, das ist ziemlich dünn, ob ich das nicht wie so eine zweite Fußleiste halt hier entlang lege. Das will ich jetzt mal ausprobieren, ob das tatsächlich so geht, wie ich mir das vorstelle. Und wenn das so ist, dann wäre das Fantastico. Denn ich hatte mir vorgestellt, dass ich das hier so einfädeln könnte. Ich meine, es ist schon ein wenig besser. Aber die Lücken sind noch immer tatsächlich so groß. Vielleicht geht das aber auf der Seite, wo der, weil hier sind die Lücken am größten, leider. Oh. Aber vielleicht geht das tatsächlich so auf der Seite. Du stößt hier auch ständig an deine Grenzen. Ich meine, es ist auch ein bisschen Korinthenkackerei, ne? Aber ich finde, das ist schon wichtig. Ich hatte es dann folgendermaßen gelöst, dass ich die eine Leiste hier installiert habe und das auch ausgefüllt habe, alles mit so speziellem Silikon. Und auf der anderen Seite habe ich das ähnlich gemacht und hier die Leiste anbringen können. Das ist die einzige Frage nur, ob ich das noch beize oder nicht. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ja, und gefühlte zwei Makeover später seht ihr hier erstmal, wie der Raum vorher aussah. Alles war so ein bisschen komisch, würde ich jetzt sagen. Es lag Teppich überall, wie im ganzen zweiten Obergeschoss. Und ja, die Möbel wirkten etwas altbacken. Das Bett war klein und auch nicht besonders schön. Alles so ein bisschen, naja, man sah das Potenzial des Raumes, aber
irgendwie so richtig ausgenutzt wurde es nicht, in meinen Augen. Und jetzt, im Nachher, seht ihr, was ich aus diesem Raum gemacht habe. Teilweise ging es schon im letzten Jahr, gegen Ende des Jahres hier los. Und Teile haben wir jetzt realisiert mit euch gemeinsam. Also, ihr habt mir zugeguckt dabei. Ich denke, dass der Raum eine ganz andere Atmosphäre gewonnen hat jetzt und ganz viel wohnlicher einfach geworden ist. Und ja, hoffe, dass ich bald Gäste auch hier begrüßen kann. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, mir ein Like da zu lassen, wenn ihr den Kanal mögt und die Sachen auch mögt, die ich hier euch immer wieder zeige. Und ja, ich würde euch gerne entlassen mit ein paar wenigen Impressionen der Woche, weil ich hatte ja auch eine Freundin zu Besuch und wir waren so ein bisschen unterwegs. Zuerst waren wir am Roc de Brolant, das ist ein kleiner Wanderweg in der Nähe von Saint-Estèphe, das ist so 30 Minuten, eher so im Périgord in der Dordogne. Und da gibt es diesen riesigen Stein. Eine Legende besagt, dass man eine Münze unter diesen Stein legen soll, diese verbiegen soll und daraus wird ein kleiner Glücksbringer. Wir waren natürlich auch am Meer, an der Côte Sauvage, an der wilden Küste des Atlantiks. Das war auch einfach wunderschön, ein bisschen am Meer zu sein, spazieren zu gehen, dem Rauschen zuzuhören. Und ganz zum Schluss haben wir ein Picknick veranstaltet am See für meinen Freund für seinen Geburtstag. Es war also eine wunderschöne Woche und die wünsche ich euch jetzt auch. Wir sehen uns bald. A bientôt et au revoir aus Südwestfrankreich.